Herzlich willkommen beim Videoblog aus der Ausstellung Moderne Meister entartete Kunst. Wir wollen in den folgenden Videoblogs uns einige Bilder genauer anschauen, und zwar wie sie ins Kunstmuseum Bern gekommen sind. Das Besondere an diesen Werken ist, dass sie alle bis 1937 in deutschen Museen gehangen haben. Und warum sie dort nicht mehr hängen und wie sie heute in Bern zeigen können, darum geht es ein bisschen auch in diesen Videoblogs. Das erste Bild, das wir ausgewählt haben, ist dieses hier, ein Werk von Franz Marc, Waldinneres mit Vogel, gemalt im Jahre 1912. Franz Marc gehörte zu den ganz wichtigen Künstlern des Blauen Reiters mit Wassily Kandinsky, auch Paul Klee hat zum Blauen Reiter gehört. Und Franz Marc wurde im Ersten Weltkrieg eingezogen, er war Soldat, und ist dann 1916 gefallen bei Verdun. Er hatte eine sehr kurze Lebensspanne, in der er ein ganz wichtiges Werk für die moderne Kunst schaffen konnte. Dieses Bild hat Franz Marc selber nie verkauft. Es gehört also zu seinem Nachlass. Und die Witwe von Franz Marc hat dieses Werk dann 1921 dem Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt verkauft, also an ein Museum verkauft. Sehr viele deutsche Museen vor 1933 haben sich große Mühe gegeben, die damals zeitgenössische Kunst, zum Beispiel des Blauen Reiters, zu erwerben, anzukaufen und dem Publikum zu präsentieren. Mit der sogenannten Machtergreifung der NSDAP, die ja nichts anderes war als eine gewonnene Reichstagswahl, die NSDAP konnte die Regierung stellen und hat dann im Verlauf ihrer 12 Jahre, die sie hatte in Deutschland, das Land sehr schnell zu einer Diktatur umgebaut. Und da sah es für die Kunst, für die Freiheit der Kunst schlecht aus. Alles das wollte man nicht. Man hat auch Franz Marc als entarteten Künstler beschimpft. Und 1937 holte man dann zum großen Schlag gegen die Museen aus. Man hat Werke im großen Stil, über 20.000 Werke, hat man aus deutschen Museen beschlagnahmt, ins Eigentum des Deutschen Reichs gezogen, weil man die Öffentlichkeit für diese Art Kunst zerstören wollte. Und wenn ich sage, diese Art Kunst, ist ganz schwierig zu erklären, was denn entartete Kunst überhaupt sein sollte. Dahinter stand keine wirkliche Kunsttheorie, sondern es wurde ein Begriff aus der Rassenbiologie übertragen, eigentlich ein ganz ungeeigneter Begriff, um Kunst zu beschreiben. Und so ist alles, was wir hier um uns herum an den roten Wänden sehen, was wir aus unserer Sammlung aufgehängt haben, sehr unterschiedliche Künstler wie Paul Klee, Sleevogt, oder Lehmbruck oder eben Franz Marc, alles das wurde als entartet in einen Topf geworfen und sollte fortan nie mehr in der deutschen Öffentlichkeit zu sehen sein. Die Nationalsozialisten, die deutschen Behörden, haben dieses Werk auch im Hinblick auf eine besondere Ausstellung konfisziert, und besondere Ausstellung kann man wirklich sagen, das war die berüchtigte Schandausstellung, die 1937 in München in den Hofgartenarkaden stattfand, durchgeführt wurde, die hieß Entartete Kunst, und da sollte dem Publikum zum letzten Mal vorgeführt werden, was fortan eben unerwünscht und nicht mehr zu sehen sein sollte. Das heißt, dieses Werk hier hat wirklich auf dieser Ausstellung gehangen. Es ist das einzige Werk in unserer Sammlung, das auf dieser Ausstellung figuriert hat und wurde dann später vom Deutschen Reich an die Galerie Fischer übergeben in Luzern. Und 1944 hat dann ein Schweizer Sammler, Ottmar Huber, dieses Werk dann von der Galerie Fischer rechtmäßig erworben. Und Ottmar Huber hat sich später dann entschlossen, seine Sammlung nicht für sich zu behalten oder zu vererben, sondern er hat eine Stiftung gegründet, die Ottmar Huber Stiftung, um seine Werke, er hat sehr viele andere bedeutende Werke der Moderne noch gesammelt, der Öffentlichkeit, auch mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und von der Ottmar Huber Stiftung kann das Kunstmuseum diese Werke nun leihen. Und deswegen ist das Werk nun hier in Bern zu sehen.